Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Um sein iPhone vor Kratzern zu schützen, wird gerne eine Hülle verwendet. Aber wie sieht es mit der Zeit mit dem optischen Zustand der Hülle aus? Oft nutzen diese nämlich stark ab und nehmen die Kratzer auf sich. InnerExile hat dagegen eine Hülle entwickelt, die Kratzer selbst heilt. Wie gut das aber wirklich funktioniert und noch etwas mehr klären wir in diesem Video. Die Case kommt in dieser Verpackung, auf dessen Rückseite ihr kurz die Hauptfeatures findet. Im Lieferumfang befindet sich neben der Hülle selbst noch zwei zusätzliche Lautstärke- und Sperrbuttons. In der Case liegt noch eine kleine Anleitung bei, die uns das Einsetzen, Herausnehmen und das Wechseln der Tasten erklärt. Setzen wir aber nun unser Gerät ein und werfen einen ersten Blick auf die Hülle. Was mir anfangs aufgefallen ist, ist, dass die Hülle aus einem recht glatten Material gefertigt ist. Dadurch wird sie natürlich etwas anfälliger für Fingerabdrücke sowie etwas rutschig. Ob ihr das als angenehm empfindet, solltet ihr für euch entscheiden. Auf der Rückseite ist eine Aussparung für Kamera und Blitzlicht und weiter unten noch ein InnerExile-Schriftzug. An den Seiten befinden sich die Tasten der Case, die über den normalen des iPhones liegen. Und die Unterseite ist von der Hülle ausgeschlossen. Das gefällt mir auch sehr gut, da dadurch weiterhin die Funktionalität mit einer Dock oder mit Kopfhörern gewährleistet ist. Außerdem besitzt diese Case in der Mitte etwas erhöhte Kanten, damit ihr das iPhone auch mit dem Display nach unten ablegen könnt und dieses nicht zerkratzt. Ein weiteres Feature sind die austauschbaren Lautstärke- und Sperrbuttons. Mit der Hülle kommen sie in den drei iPhone-Farben Grau, Silber und Gold. Zum Wechseln der Buttons werden sie einfach nach innen gedrückt und können ausgetauscht werden. Dies dient natürlich nicht nur dem Anpassen an die Farbe des Geräts, sondern auch der Bedienbarkeit. Durch die dadurch weiter nach außen stehenden Knöpfe lassen sich diese um einiges leichter erreichen als ohne. Die Hauptfunktion einer Hülle bleibt natürlich der Schutz des Geräts und das steht natürlich auch bei dieser Case im Vordergrund. Allerdings wird das iPhone durch die geringe Dicke von nur einigen Millimetern nur gegen Kratzer und weniger gegen starke Stürze geschützt. Wie gerade schon erwähnt, hat diese Hülle aber eine Besonderheit beim Thema Kratzer. Sie heilt sich selbst. Das habe ich natürlich auch mal ausprobiert. Ich habe hierbei einen Schlüssel benutzt und hiermit einige kleine Kratzer in die Hülle gemacht. Und siehe da, nach etwa 10 Minuten waren diese vollständig verschwunden. Diese Hülle nennt sich übrigens Glacier und stammt aus dem Hause InnerExile. Und sie ist in den Farben weiß bzw. transparent und schwarz wie hier erhältlich. Aber was haltet ihr überhaupt von der Case? Ist die Selbstheilung sinnvoll oder nicht? Sagt es mir in einem Kommentar. Die Links zu allem Wichtigen und zu meinem letzten Video, in dem ich euch eine iPhone-Hülle mit integriertem Akku vorgestellt habe, findet ihr in der Videobeschreibung. Wie immer freue ich mich auch über einen Daumen nach oben. Tschüss und bis zum nächsten Mal, euer Apple Stuff Tutorials.